Im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung und Technologie geförderten Projekts Alternative Energien für den Straßenverkehr wird von Daimler-Benz auch die Möglichkeit eines Wasserstoffantriebs untersucht. Dem Projekt liegt die Überlegung zugrunde, dass Wasserstoff zentral oder dezentral per Einsatz von elektrischem Strom aus Wasser, Erdgas oder Kohlegas hergestellt werden kann. Damit besitzt grundsätzlich jeder Haushalt, der an das Strom- und Gasnetz angeschlossen ist, die Voraussetzungen für eine eigene Wasserstofferzeugung. Die bei der Umwandlung anfallende Prozesswärme kann eventuell als Nutzwärme, zum Beispiel für die Brauchwassererwärmung des Haushalts, genutzt werden. Ziel der Fahrzeugentwicklung ist es, einen PKW zu bauen, der von jedem Fahrer ohne besondere Voraussetzungen betrieben werden kann und alle Ansprüche hinsichtlich Betriebs-, Funktions- und Bedienungssicherheit erfüllt. Als Basisfahrzeuge dienen Modelle der T-Reihe. Durch Maßnahmen an Fahrwerk, Bremsen, Reifen und Aufbau entsprechen sie trotz des höheren Gewichts durch die eingebauten Wasserstoffspeicher in Hinsicht auf Komfort, Sicherheit und Fahrverhalten dem Stand der heutigen Mercedes-PKW-Technik. Die Fahrzeuge sind mit Metallhydridspeichern ausgerüstet, die in knapp 10 Minuten mit Wasserstoff betankt werden können. Die dabei anfallende Prozesswärme wird über Schlauchleitungen einer weiteren Verwendung zugeführt. Im Fahrzeug wird dem Hydridtank über einen Wärmetauscher Motorwärme aus dem Abgas zugeleitet. Der im Hydrid gebundene Wasserstoff wird dadurch wieder freigesetzt und strömt nun gasförmig zum Motor. Eine Regelung sorgt dafür, dass einerseits der zum Betrieb des Motors erforderliche Mindestdruck stets aufrechterhalten, andererseits aber der zulässige Höchstdruck im Speicherbehälter nicht überschritten wird. In der Erprobung befinden sich zwei unterschiedliche Antriebsarten. Der reine Wasserstoffantrieb und der Wasserstoff-Benzin-Mischantrieb. Für den reinen Wasserstoffantrieb wurde der 2,3 Liter Vierzylinder Einspritzmotor des 230 TE gewählt. Abweichend vom Serienzustand ist der Motor unter anderem mit einer speziellen Gemischaufbereitungsanlage sowie einer Saugrohrwassereinspritzung ausgestattet. Das Antriebskonzept für den Wasserstoff-Benzin-Mischantrieb wird gemeinsam mit der Universität Kaiserslautern entwickelt. Es baut auf dem 2,8 Liter Sechszylinder Einspritzmotor des 280 TE auf. Dem Motor wird über eine elektronische Steuerung Wasserstoff und Benzin gleichzeitig zugeführt. Während im Leerlauf ausschließlich Wasserstoff verbrannt wird, steigt der Benzinanteil bei zunehmender Last von 0 auf 100% an. Dadurch werden im praktischen Fahrbetrieb bis zu 60% Benzin durch Wasserstoff ersetzt. Zusätzlich verbessern sich die Abgaswerte und der Gesamtkraftstoffverbrauch sinkt gegenüber dem reinen Benzinbetrieb um bis zu 20%. Für einen Großversuch wurde in Berlin eine zentrale Wasserstofftankstelle eingerichtet. Auch wenn in absehbarer Zeit noch keine vollständige Substitution von Erdöl durch andere Energieträger möglich sein wird, sind doch alle Anstrengungen, die zur Nutzung alternativer Energieformen führen können, sinnvoll und nützlich.